So, jetzt gibt's eine Premiere auf der Hanfparade. Ich bin da wirklich auch stolz drauf, den Herrn Blinert, unseren Drogenbeauftragten der Bundesregierung, ankündigen zu können. Ganz einfach aus dem Grunde, weil es seit über 20 Jahren, seit 25 Jahren Hanfparade noch nie einen Drogenbeauftragten in der Bundesregierung hierher geschafft hat, mit den Konsumenten zu kommunizieren. Und das finde ich schon mal einen ganz, ganz feinen Zug. Großes Big-up dafür. Und ich übergebe das Mikrofon einfach an den... Ich entscheide mich einfach, mein Mikrofon jetzt an den Herrn Blinert zu übergeben, damit wir hier in Ruhe umbauen können, ihr nicht mehr so lange warten müsst. Und Applaus nochmal für Burkhard Blinert, Drogenbeauftragter der Bundesregierung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Einladung gerne gefolgt. Ich glaube, ich bin der erste Drogenbeauftragte, der auf der Hanfparade spricht. Ich vermute mal, meine Vorgängerinnen sind auch eingeladen gewesen, aber die hätten, glaube ich, eher einen kurzen Auftritt hier gehabt. Ich beschäftige mich seit gut 8 Jahren mit dem Thema. Und das ist so, wo ich heute Morgen hier hingefahren bin, hierhin zum Alex, wo es anfing zu regnen. Im Moment sehnen sich ganz viele danach. Nicht nur, dass der Regen kommt, sondern der Wunsch eigentlich, dass wir einen normalen Umgang mit Cannabis haben, ist schon so lange in vielen Köpfen der Menschen vorhanden. Und wir machen aus diesem Wunsch Wirklichkeit. Wir machen aus diesem Wunsch, dass endlich Cannabis in Deutschland in Geschäften erhältlich ist für Erwachsene, Wirklichkeit und Realität. Wer hätte das denn gedacht noch vor einem Jahr? Im Juli. Kein Mensch hätte daran gedacht tatsächlich, dass wir eine Bundesregierung haben werden, eine Koalition, wo im Koalitionsvertrag ganz klar der Auftrag steht, was wir nun angepackt haben. Kein Mensch hätte das gedacht, dass wir jetzt nach einem halben Jahr so weit schon gekommen sind. Wir reden nicht nur darüber. Ich rede nicht über ein Vorhaben, was in irgendeinem Vertrag steht. Ich rede darüber, dass wir das jetzt umsetzen und wir sind schon mittendrin. Und das ist das richtige und wichtige Signal, was ich heute mitgebracht habe. Wir sind schon am Arbeiten daran, dass wir in Deutschland etwas machen, was viele andere Länder sich im Moment überhaupt noch nicht trauen. Daran, dass wir das ernst meinen, damit Cannabis für Erwachsene zugänglich zu machen. Wir finden den Weg zu einer Regulierung des Cannabismarktes. Dafür setze ich mich stark ein, dafür setze ich mich in der Bundesregierung ein, dafür setze ich mich bei den Koalitionspartnern ein und ich weiß, der Rückhalt und die Zusammenarbeit klappt. Wir sind da auf einem richtig guten Wege. Was mir wichtig ist an der Stelle, immer wieder zu sagen, es ist kein Selbstläufer. Es ist keine Geschichte, wo man einfach nur einen Wunsch erfüllt. Was wir hier in Deutschland jetzt ermöglichen, hat einen Vorbildcharakter für ganz viele Länder der Welt. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst machen. Darauf warten viele andere, welchen Weg geht ihr hier in Deutschland? Klappt das denn noch alles mit den Versprechungen? Schaffen wir es, den Schwarzmarkt zurückzudrängen? Wie sieht es mit Jugendschutz aus? Und das sind, glaube ich, die vielen, vielen Fragen, die wir beantworten müssen an der Stelle. Das macht das ganze Vorhaben kompliziert, aber wir machen es. Und das ist das Richtige und Wichtige eigentlich, sofort losgelegt zu haben, jetzt schon so weit gekommen zu sein mit dem, was wir versprochen haben.
aus dem Wunsch Realität werden zu lassen, ist die Aufgabe von Politik. Aus dem Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen, sich an den wirklichen Gegebenheiten zu orientieren. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen. Und da bin ich ganz vorne mit dabei. Viele, die hier heute stehen, haben sich schon seit vielen Jahren dafür eingesetzt, dass endlich Bewegung kommt. Dass man hier steht und nicht nur Wünsche äußern kann, die man auf Plakate schreibt. Nein, dass das auch Wirklichkeit wird. Und wir stehen jetzt an diesem historischen Moment tatsächlich, diese Wirklichkeit in Deutschland gemeinsam zu organisieren. Und das ist etwas, was mir ein Stück auch wieder Vertrauen zurückgibt. Ohne diese Koalition, ohne dieses kurze Zeitfenster würden wir es nicht schaffen. Und deshalb ist es richtig, dass wir vor der Sommerpause noch einen breiten Diskussionsprozess durchgeführt haben mit vielen Verbänden, Wissenschaftlern. Wir haben da sehr viel Verbindlichkeit reingebracht. Wir haben viele Fragen aufwerfen können und an den Antworten gearbeitet. Und ihr könnt euch sicher sein, ich bin ansprechbar und deshalb stehe ich heute auch hier, um eben meine Vorstellung mit euch zu teilen, um euch zu sagen, wie weit wir sind. Und wir machen es in dieser Legislaturperiode. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Glück auf, alles Gute. So, das war der Burkhard Blieder, drogenpolitischer Sprecher unserer Bundesregierung. Ich bin mir sicher, den Worten werden Taten folgen. Welche werden wir dann sehen?